Du wirst nie eine Freundin haben. Sag das meiner Freundin. Ich habe was mit einer anderen gehabt. Sie was mit einer anderen. Sie was mit einem anderen und einer anderen. Arschgeile Nummer. Es geht schon wieder los, Rainer. Er reinert wiederum. Oh nein. Willkommen auf JJ Riddle, jeden Tag um 17 Uhr. Wusstet ihr, dass der Drachenlord ein absoluter Frauenheld ist? Ich auch nicht, aber anscheinend ist er unwiderstehlich, denn heute hören wir von seiner dubiosen Freundin, die er mal hatte. Ich bin ja gespannt wie ein gottverdammter Flitzebogen, was wir heute für Matt bekommen. An der Stelle nochmal einen kurzen Einwurf. Ich habe ganz, ganz oft von euch gehört, ihr wollt einen Drachenmontag haben. Ich hatte irgendwie vorgeschlagen, okay, einmal die Woche am Donnerstag wäre okay, weil Drachendonnerstag, das passt so von der Art her. Aber irgendwie müssen wir mal in irgendeiner Form wohl eine Abstimmung machen, was es nun wird, Montag oder Donnerstag. Mir ist das im Prinzip egal. Würde mich freuen, wenn ihr den Content feiert, Däumchen nach oben und ein Abo dazulassen, damit wir hier groß und stark werden. Viele Leute, die zugucken, haben nämlich noch nicht abonniert, ja? Und wir müssen ja stark genug werden, um irgendwann den Drachenlord anheben zu können. Also wir gehen rein und ab geht's. Wenn ich das Wort Kissenwurf in den Raum werfe, was kommt euch in den Sinn? Boah, ey, ohne Scheiß, ne? Was zum? Richtig. Heute will ich mit euch über Rainer und seine unglaublich peinliche Freundin aus Denken sprechen. Aber auch, also, wie intelligent muss man sein, um zu denken, man kommt damit durch? Also, man sieht ja, dass sich sein Arm bewegt hat, logischerweise. Es ist ja so absurd, das überhaupt so verkaufen zu wollen, auf unironisch, ne? Also, hätte er dann kurz danach gesagt, ja, ha, Spaß. Aber er hat es ja eiskalt durchgezogen für ein Jahr, wenn er nicht immer noch über seine imaginäre Freundin erzählt. Ach, du heilige Scheiße. So, weiter geht's. Wir schreiben das Jahr 2017. Rainer hatte immer noch keine Beziehung, keinen Frauenbesuch und natürlich auch keinen Sex. Was würde also jeder vernünftige Mensch... Naja gut, das hat Hauptmann Hajo ja auch nicht abgehalten, zum strammen Typen zu werden, ne? Ne, Hauptmann? Ne? Also das war jetzt kein Hindernis für dich. Der Hauptmann hat übrigens auch eine imaginäre Freundin, wenn er es noch nicht wusste. Der erzählt mir immer, oh, ich habe jetzt zu Abend gegessen mit meinen Kindern. Ja, ist klar. Wahrscheinlich hat mein Hauptmod, ja, meine Mod-Legende hier, Familie und Kinder, Summer. Also, das kommt ja mal gar nicht in die Tüte. Ich tun. Richtig, sich eine ganze Beziehung inklusive Frauenbesuch, Liebeskummer und Kind ausdenken. Was habt ihr denn erwartet? Aber ich nehme schon wieder Sachen vorweg. Lasst uns doch mal ganz vorne anfangen. Das ganze Spektakel begann am 18.05.2017. Zu dieser Zeit war Rainer bereits sehr aktiv auf YouNow und streamte teilweise mehrmals pro Tag. Dieses ganze... Wahrscheinlich auch eine absolute Tinder-Legende, der Frauenheld, der geile Hecht. Na, sieht schon sehr erotisch aus. So ein Tinder-Profil, wie er da an der Werkstatt oberkörperfrei am Werkeln ist. Ha? Ha? Ich würde nicht Nein sagen. Ne? Und er würde auch nicht Nein sagen zu einem Cheeseburger. Ding... spielte sich ausschließlich in YouNow-Streams ab. Rainer hat also an diesem wundervollen Donnerstag mit einer Höchsttemperatur von 26 Grad und 0% Wolken seinen Stream angeworfen und die Fragen seiner Zuschauer beantwortet. Rainer war sichtlich gut gelaunt und wurde gefragt, ob er denn Gäste zum Grillen erlauben würde, was er mit einem Nein beantwortet, weil seine Freundin vermutlich was dagegen hätte. Darf ich zum Grillen kommen? Nein. Meine Freundin wird sich beschweren, wenn ich hier Damenbesuch empfange. Zu Recht nebenbei. Zu Recht würde sie sich beschweren, weil er ein Fremdgeher ist, ja. Ne? Das Problem ist als Drachenlord, ne, das müsst ihr dazu wissen, ne? Es ist einfach schwierig, sich halt so aufzuteilen, um allen Frauen dieser Welt gerecht zu werden, die was von ihm wollen. Ne? Also jeder will halt ein Stück vom Drachenlord, weil er eben so begehrt ist. Der ist das begehrteste Stück Fleisch beim Metzger, so müsst ihr euch das vorstellen, ne? Der mit Abstand erotischste Mann in seinem Dorf. Und da ist die Auswahl natürlich groß an Dorfdönen, ne? Die sich ihm zu Füße werfen, dem Drachen, zu seinen ungepflegten Füßen. Und ja, das ist eben das Ding, ne? Also, ne, da muss man Abstriche machen, ne? Man kann nicht alle Frauen gleich befriedigen, das hat er schon früh festgestellt. Oh, komm raus, du Ding. Ich sollte vielleicht aufhören zu stöhnen. Also, er hat auch festgestellt, dass es schwierig ist für ihn, es überhaupt eine Frau zu befriedigen, aber das auch wieder ein anderes Thema. Beziehungsweise Damenbesuch, von dem ich nicht weiß, was passiert. Ah ja. Ja, das ist ja interessant. Aber die Anspielungen auf seine Freundin haben nicht aufgehört. Du wirst nie eine Freundin haben. Sag das meiner Freundin. Rainer, hör nicht auf zu lügen. Du wirst nie eine Freundin haben. Der Konter des Jahrhunderts. Frag meine Freundin. Ja, dann hol mal deine Freundin. Oh, sie hat gerade was auf mich geworfen. Da war sie. Da siehst du, das ist der Beweis. Sie hört dich, sag's doch einfach. Bodenlos. Warum sollte ich? Ich bin auf der Lügenlord. Schon vergessen? Ich bin halt auf deine Freundin. Ah ja. Glaube ich sofort. Liebe mich. Nein.
Habe heute Morgen erst meine Freundin geliebt, das reicht mir erstmal. Ja, und dann wurde ihm vorgeworfen, er würde seine Freundinnen nur erfinden. Dann schauen wir doch mal, was er dazu zu sagen hat. Das ist ein bodenloser Vorwurf. Also, da sieht man doch direkt, dass der 10 Frauen an jedem Finger hat. Das erkennt man doch. Also aus der Entfernung. Wenn man ihn aus sehr weiter Entfernung erkennt. Ja, das sieht man. Dass er nicht seine Freundin erfindet. Ja, ja. Ich habe nie eine Freundin erfunden. Wenn die Weiber zu mir sagen, dass wir zusammen sind und ja sagen, dann habe ich eine Freundin. Auch wenn die Freundin hinterher sich als Haterin herausstellt, war ich mit der in Anführungszeichen trotzdem zusammen. Kommt darauf an, wie du Freundin definierst, Junge. Nicht ich bin der Lügner, sondern ihr wart's immer. Ja klar, Rainer. So funktionieren Beziehungen. Aber was rede ich da? Ich als Hater habe ja keine Ahnung davon. Aber viel interessanter ist es ja eigentlich, wo Rainers Freundin denn so ist. Aber das hat uns natürlich auch beantwortet. Nein, meine Freundin muss arbeiten. Wenigstens einer im Haushalt, der vernünftig arbeitet, ne? Wenigstens seine imaginäre Freundin geht arbeiten. Das ist doch schon mal nicht schlecht, ne? Scheint ja schon mal irgendwie das richtige Mindset zu haben und schon mal auf den Trichter zu kommen, ey, wenn man ordentlicher Mensch ist, wie die Freundin, die ich mir erfinde, dann muss man auch irgendwie arbeiten gehen, ne? Er hat es nur noch nicht so ganz auf sich selbst bezogen. Aber ich bin mir sicher, ne, er ist ja auch erst, wie alt auch immer er ist, Chat, ihr wisst bestimmt Bescheid, ne? Gebt ihm noch 2, 3 Jahre, dann wird er auf einmal ein fleißiger Büroarbeiter und dann passt das, ne? Das, are you sure about that? Ne? Manche reifen einfach bisschen später, ne? Und er reift wie etwas, das gut reift, ja, anscheinend, ne? Die ist auf Arbeit, die ist bei sich zu Hause. Leider. Schade. Hätte einen guten Nachtisch gegeben. Ja, wenigstens einer, der in dieser Beziehung arbeitet. Aber wenn ihr denkt, dass das Ganze schon cringe war, dann wartet ab, was jetzt noch alles kommt. Es wird nämlich nur noch... Er reift wie eine Banane, ja, vielleicht so, wie Käse in der Sonne. Reifen am besten auch. Dankeschön für den Einwurf, ja. Weiß ich Bescheid. Besser. Weiter ging das Spektakel am 2.6.2017. Auch an diesem Tag meinte Rainer wieder zu streamen. Aber irgendwie war die Stimmung komisch. Rainer wirkte, ja, fast schon traurig. Das hat unser Rainer aber auch direkt mitgeteilt. Ist euch mal aufgefallen? Safe ist das euch mal aufgefallen, aber okay, ja, natürlich ist euch aufgefallen. Ihr habt ihn mal Ogre gesagt, ihr habt ihn mal Ogre genannt. Aber der ist wie Shrek. Also auch, der wohnt halt so in seinem kleinen Dörfchen und dann kommen irgendwie Leute herum und die erschreckt er dann. Also das passt ganz gut. Also wenn ich jemals ein Drachenlord-Hauptvideo machen sollte, dann weiß ich schon, welche Szenen ganz viel vorkommen werden. Shrek. Also deshalb passt das ja mit dem Ogre. Okay, ja, alles klar, natürlich seid ihr schon drauf gekommen. Ne? Was, also klar, der ist sehr obvious. Er hat auch eine Shrek-Maske. Ankündigen. Schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. Das ist der Humor, den ich brauche. Oh, herrlich. Ach, geil. Nachmittag, es ist eher Abend als Nachmittag, oder? Aber was war los? Warum war Rainer so gekränkt? Scheinbar hatte Rainer Liebeskummer. Aber seht selbst. Ich finde eine neue Freundin. Er sagt, was ich überhaupt eine andere will. Das ist voll wild. Er hat sich sogar Liebesdrama ausgedacht. Also das musst du erstmal schaffen. Also erstmal dir eine Freundin auszudenken und dann denkst du dir noch für die Beziehung Höhen und Tiefen aus. Weil es soll ja realistisch sein. Logischerweise, ne? Ich meine, du willst dich ja nicht zu leicht ertappen lassen bei deinen Lügen. Denn du willst ja nicht, dass irgendwann eine 1-Stunden-Lügen-Compilation von dir im Internet landet. Das wäre ja sehr unglücklich, ne? Da muss man aufpassen, ne? Gott sei Dank kam er da drumherum. Zwinker. Es gibt so viele Freunde draußen. Und ich weiß das nicht. Für euch ist es immer so einfach, wenn man schon jemanden hat oder leicht jemanden kriegt. Manche Menschen, so wie ich, die suchen sich eben jemanden, wollen dann mit dem zusammen sein und zusammenbleiben. Treue nennt man sowas auch. Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Das ist die Ironie daran. Das ist die Ironie daran, ja. Ich habe nichts falsch gemacht bei meiner... Gut, ja, to be fair, bei einer imaginären Freundin kann man nicht viel falsch machen. Ne? Ich hätte eher Angst um eine echte Freundin gehabt, dass er sich draufsetzt oder so. Das wäre doof gewesen. Das wäre sehr ärgerlich gewesen an der Stelle. Na, würde das reine Böse jetzt sagen, ne? Da ist so eine imaginäre Freundin auf jeden Fall sicherer. Das muss man sagen. Und es ist nicht meine Haterin gewesen dieses Mal. Ah ja, Rainer. Jetzt mag man vielleicht denken, oh nein, der arme Rainer. Aber Leute,
diese Freundin, hat niemals existiert. Rainer spinnt sich hier also wieder komplett was zusammen. Ihr denkt, schlimmer geht nicht mehr? Oh Junge. Dann haltet euch fest. Am 24.06.2017 ging das Spektakel weiter. Jetzt war es ja am 2.06. noch so, dass er Liebeskummer hatte. Und dann fängt der Stream an und er wird gefragt, wie es seiner Freundin geht. Seine Antwort seht selbst. Wie geht's deiner Freundin? Alles gut? Wir haben uns gestern getrennt. Wieso habt ihr euch getrennt? Ich hab was mit einer anderen gehabt, sie was mit einem anderen und einer anderen. Hat er nicht gerade noch davon geredet, dass er super treu war in dem Stream davor? Aber also nicht, dass das jetzt in irgendeiner Lügen-Compilation aufkommt. Es ist ja doof, es zu sagen, er ist die treueste Seele und dann auf der anderen ist das blöd. Er will nicht für immer an eine binden und jetzt erzählt er, ja, wir haben uns getrennt, weil wir beide fremdgegangen sind. Arschgeile Nummer. Es geht schon wieder los, Rainer. Er reinert wiederum. Da sind wir dabei. Ja, ja, Rainer. Ach, oder wie ging der Lügenlord-Song? Den muss ich mir auch mal anhören. Da gab's wohl irgendwas. Ach Gott, oh Gott, ey. Hab ich mir gedacht, okay, YOLO, lassen wir's eben. Na, sowas aber auch. Richtiger Casanova, der Rainer. Jetzt wird's aber erst richtig lustig. Noch im selben Stream, nachdem Rainer die Perspektive der Kamera verändert hat, sind Dinge passiert, die ich mit Worten gar nicht beschreiben kann. Ich glaube, ich muss euch das jetzt einfach zeigen. Er ist einfach der größte Schauspieler ever, ist unfassbar. Das ist ja schon, also es ist schon lustig, ihm beim Scheitern zuzuschauen, das muss man ja sagen. Also er saß jetzt echt, hat sich so lange diesen Plan überlegt und dann setzt er ihn so scheiße um. Das ist herrlich, das ist Kunst in meinen Augen. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Da ist niemand im Hintergrund. Da ist keiner im Hintergrund. Da war keiner. Ich habe gar nicht gezeigt, dass da niemand ist. Ich habe gedacht, ich schläft länger. Verdammt. Halbe Stunde noch, dann bin ich da, okay? Oh nein! Eine halbe Stunde später, dann ist er meine imaginären Freundin im Bett. Es ist ja so, oh nein, ich kann das nicht. Ich will das nicht, das tut doch weh. Oh, mich schüttelt es am ganzen Körper, wie auch melodramatisch, erotisch er das so rüberbringen wollte. Das ist ja das Schlimmste daran. Halbe Stunde noch, dann bin ich da, okay? Oh. Ich sollte mich vielleicht muten, wenn ich rede. Hm? Ja, soll ich vielleicht machen. Ja. Das ist eine gute Frage eigentlich. Dankeschön, dass wir einmal wen haben, der die richtigen Fragen stellt. Daube, Fonzel, mein Bester. Warum streamt er im Dreiecksformat? Also nicht im Dreieck, im 1:1-Format. Ist ja kein Dreieck, ist ja ein Quadrat. Aber warum macht er das? Das ist ein guter Punkt. Dankeschön, dass die wichtigen Sachen mal wer anspricht. Ahu Spadiaten, kurze Unterbrechung. Denn für diesen Channel wurden jetzt Mitgliedschaften freigeschaltet. Wenn du also Bock hast, meine Arbeit und den Content, den du schaust, finanziell zu unterstützen, kannst du das jetzt tun, wenn du möchtest. Und dabei sicherst du dir noch Vorteile, wie zum Beispiel Emojis, GIFs oder früheren Zugriff auf meine Videos. Außerdem zahlt sich deine Loyalität aus, denn es gibt unterschiedliche Emojis, je nachdem, wie lange du dabei bist, auch sehr cool. Vielen, vielen Dank an jeden, der Bock hat, mich zu unterstützen. Ihr seid die Besten und weiter geht's jetzt. Leute, ich glaube, ich muss jetzt dann langsam Schluss machen. Na, sie will, sie hat Bock, oder? Ja, hat er mal wieder eine Fantasiegeschichte in seinem Köpfchen geschrieben. Na, immerhin diesmal ohne Minderjährige, das ist ja schon mal was. Wir verbessern uns langsam. Jawohl. Ach, langsam wird's besser. Oh.
Da ist deine Flamme. Meine Flamme, ich habe überhaupt keine Flamme. Oh nein! Oh, warum? Warum? So unangenehm noch nach oben. Ich habe gar keine Flamme. Ja, da ist gar keiner. Ja, ich soll jetzt gleich noch ins Bett kommen. So auf der Möchtegern geheimnisvolle. Er zieht alle Register. Er zieht alle Register, die ihm irgendwie mit seiner Gehirnkapazität zur Verfügung stehen. Und es reicht einfach alles nicht. Und es ist heilig beängstigend. Verdammt. Rainer rendert sich hier irgendeine Frau zusammen, die natürlich nicht im Raum ist. Noch dazu mutet er sich und redet ernsthaft mit der Wand. Langsam mache ich mir Sorgen. Aber jetzt wird's noch besser. Rainer hat scheinbar keinen Bock mehr zu streamen und nimmt seine Freundin aus Denken als Vorwand, um den Stream abzubrechen. Aber selbstverständlich wird abgestritten, dass da irgendwer ist und deswegen wird sogar die Kamera gedreht. Eine schauspielerische Meisterleistung. Okay Leute, ich muss jetzt... Ich muss jetzt aufhören. Ich hab schon gesehen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Haut rein. Ich frage mich, was der Gedankengang dahinter sich. Also vor wem möchte er sich denn da jetzt profilieren, dass er eine Freundin hat? Also will er einfach nur cool wirken vor den Leuten, die ihm zugucken? Also die meisten Leute können ihn ja eh nicht leiden. Also er will einfach so Apo Red Junior im Prinzip. Nur im XXL Big Mac Paket halt irgendwie. Ne? Der will ja auch immer, dass alle anderen irgendwie etwas von ihm sehen, was er nicht ist. Das ist ja das grundsätzliche Problem. Ja, wenn du nicht das bist, was du gerne wärst, dann und dann auf Krampf aber probierst, es so darzustellen, ist schwierig. Schwierig, dann endet es so peinlich. Da ist überhaupt niemand. Mensch. Hier. Da ist niemand. Also. Fyro Live schreibt Jay, ich muss beichten, ich stand da bei ihm im Hintergrund. Aha, so, da haben wir jetzt die Drachenlady gefunden, die Dubiose. Einfach Rainer hatte mit allem recht, was er jemals gesagt hatte. Wir waren nur nicht weit genug entwickelt, um ihm zu folgen. Keine Sorge, wird keiner erfahren, Schätzelein. Ich wünsche noch einen schönen Abend, haut rein und schönen Abend euch noch. Ciao. Direkt ein paar Stunden später ging das Ganze weiter. Jetzt haben wir eigentlich das Endgame von Rainers Psychosen erreicht. Ich muss ehrlich sagen, dass ich jetzt im Moment nicht so viel dazu sagen kann, deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal alles. Wie er es vorher in seinem Gesicht noch geübt hat vor der Kamera. Also er hat noch geübt vorher, so ganz offensichtlich, wie er es machen wird. Habt ihr es auch gesehen? Logischerweise. Also es sieht jeder, der ein paar Gehirnzellen hat. Aber also er checkt ja nicht, dass er es gerade so vorbereitet und gerade schon so probiert. Es ist echt maximal schlecht umgesetzt. Unfassbar. Ne? Danke für die Warnung. Oh, ist wie unangenehm. Also wirklich, also der gewinnt wohl keinen Oscar mehr, glaube ich. Wer kommuniziert denn auch so mit seiner Freundin? Also mit irgendwem? Also ich würde doch als geisteskrank abgestempelt werden, wenn ich die ganze Zeit so... Also ohne irgendwas zu sagen, so, keine Ahnung, so. Der tut so, als wäre da ein Gespräch gewesen, nach dem Offo, ey, schieb schon mal den Ofenkäse rein. Vielleicht ist das deren Zeichen für schieb schon mal den Ofenkäse rein. Dass er einfach ein bisschen so macht, sie ein bisschen wie ein Psychopath anguckt und dann weiß sie Bescheid, okay, Ofenkäse rein. Mach gleich drei, ne? Ach, du heilige Scheiße. Naja, wenn die Freundin Konsole Gameboy spielt. Ich würde dir später eine gute Nacht. Alles klar. Die werde ich haben. Die werde ich haben. Ach Gott, ey. Ist das echt schlimm, das Getue. Wird auch mit der Zeit nicht weniger unangenehmer, desto öfter man es anguckt. So, man müsste so denken, okay, es härtet irgendwann ab. Ich frage mich, wie das für die Leute ist, die lange in dem, also die sich lange den Drachenlord angetan haben. Also Frage an euch, ihr könnt mir ja mal einen Kommentar lassen. Lässt der Schmerz irgendwann nach oder hinterlässt er wirklich tiefgehende Narben, die immer wieder aufbrechen, um mir mal ein wenig philosophisch zu werden?
Beantwortet es mir gerne in den Kommentaren. Ja, ich sehe ja, ihr seid ja immer sehr fleißig bei den Drachenlord-Videos. Da will mich jemand dafür sorgen, dass ich aus dem Stream rausgehe. Warum? Hat sie über den Boden verteilt in 30 Sekunden Steps Ofenkäse hingelegt oder so Pizzaschnecken oder so Piccolinis nach dem Motto, ey, das wäre ja wild. Also wenn er wirklich eine Freundin hätte, wie würde sie ihm verführen? Ne, Männer machen das ja mit Rosen oder so. Ja, ne, übrigens nicht zu empfehlen. Ich habe es mal ausprobiert. Es kommt meistens sehr kitschig rüber. Es ist keine gute Idee. Danach habe ich es nicht mehr probiert. Den bekommt man bestimmt mit so einer Piccolini-Kette. Ne, oder so einer Würstchenkette, so eine Endlos-Würstchenkette. Muss man ihm nur am Ende anbeißen lassen und dann ins Bett ziehen. Also warum auch immer man den Wal im Bett haben möchte, das ist die Frage. Aber gut, ne, für den Fall. Ne? Oder ins Auffangbecken rein. Warum hält er das Mikrofon jetzt noch ab, wenn das eh, hat das nicht eh gestummt oder was ist da jetzt, oder nee, er hat es nicht gestummt, aber er hat also dann offensichtlich auch nicht richtig geredet. Imaginäre Freundin gerade einen sehr guten Witz erzählt, ne? die ist auch sehr, sehr lustig, fast so lustig wie der Drachenlord selbst. Entschuldigung, ein bisschen lauter machen, dass ihr hier nicht so viel Hintergrundgeräusche hört. Ja. Ja, ich sehe auch. Ich dich auch. Time to say goodbye. Nein. Noch eine halbe Stunde noch. Alles klar. Okay, ich drehe den Kern. Seht ihr, da ist niemand. Da ist niemand. Hm. Ach, ich sehe gerade. Schatz? Oh, wie er es probieren möchte. Vor allem, warum deckt er das denn jetzt? Es macht doch vorne und hinten keinen Sinn, was er tut. Es macht doch gar keinen Sinn, dieses Schauspiel. Also, man müsste ja meinen, er hat genug Freizeit, um sich authentische Szenarien auszudenken. Aber offensichtlich reicht's nicht so mehr, außer ich halte meine Hand davor und murmel wieder irgendwas in der Ecke. Und dann werfe ich mich selbst mit einem Kissen ab. Ist das hart, ey, Alter. Ja. Moment. Muss ich aufmachen? Irgendwas Lautes? Ein schönen Gruß vom Hawkeye. Ja. Genau. Mensch. Nee, mach mal auf keinen Fall, Schatz. Bitte. Okay. So, Entschuldigung.
Ach, Leute, mir ist egal, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Es ist mir auch scheißegal, ob sie da ist oder nicht. Ist mir auch scheißegal, ob sie da ist oder nicht. Das würde man definitiv sagen, wenn die Freundin neben einem Raum steht. Was war denn das jetzt? Hat er ihr gerade einen Bauchklatscher gegeben, der armen Freundin? Ist das so, begrüßen und verabschieden die sich so? Weißt du was? Gleich streame ich noch ein bisschen länger. Oh nein. Stress im Paradies, oder wie? Das ist ja ärgerlich. Wenn du nicht mal mit deiner imaginären Freundin klarkommst, dann weißt du hast ein Problem. Also wenn selbst die imaginäre Freundin nicht mit dir klarkommt, ist hart. Das ist wirklich hart. Das tut mir auch leid an der Stelle, an den gefallenen Bruder. Ist ja schon gut. Moment! Meine Güte, ist die heute freundlich. Wenn sich hier irgendein Lippenleser unter meinen Zuschauern befindet, bitte sagt mir, was er da zu seiner Wand sagt. Mich würde es wirklich brennend interessieren. Generell ist das Ganze so unglaublich absurd. Da sitzt dieser dicke Mann in seinem heruntergekommenen Haus und redet mit seiner Fantasiefreundin. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber jetzt kommen wir zum absoluten Highlight aus dieser Psychose. Der berühmte Kissenwurf. Rainer hat wirklich versucht, es uns allen zu beweisen. Aber hat kläglich versagt. Ich kann viel reden, aber ich glaube, ich zeige es euch einfach. Die wollen jetzt gerade schon Kissen nach mir werfen. Aber ich bin ja auch bewaffnet. Seid ihr bereit für den Kissenwurf? Ich bin bereit. Ich bin in Form. Boah, ey, ohne Scheiß, ne? Was zum? Und die Wand getroffen. Ist das schlecht? Ist das schlecht? Ey, wirklich. Also wie kann man denn so schlecht schauspielern? Der Mann hat einfach ein Körpergefühl wie ein Wackelpudding. Ist unfassbar. Also wie kann man denn so hart versagen? Also es ist wirklich bitter. Scheiße. Scheiße, Leute. Alter. Schmeiß dir hier Kissen nach mir! Das haben wir gesehen, dass er mit dem Kissen nach dir geschmissen hat. Gut, dass du es nochmal wiederholt. Das macht's glaubwürdiger. Ey! Für die Leute hat er es nochmal wiederholt. Für die Leute, für die das vielleicht so aussah, als hätte er das Kissen selber geworfen. Das kann man nämlich so auffassen. Deshalb hat er es Gott sei Dank nochmal richtig eingeordnet, dass er gesagt hat, nicht er, weil so sah es aus, hat das Kissen geworfen, das war seine Freundin. Versteht ihr? Versteht ihr das? Ja, es ist schwer, sich zu kontrollieren, ne, für seine Freundin. Weil ich mich kontrolliere. Ja, aber er kontrolliert sich, so nämlich, ne. Mann, ne, also gut, dass er es nochmal gesagt hat, sonst hätte ich gedacht, er hätte sich selber beworfen mit dem Kissen. Aber es war seine Freundin, habt ihr ja gehört. Der Drachenlord lügt ja nicht, er ist ja nicht der Lügenlord. Halt, stopp! Meine Fresse, das ist so billig. Rainer legt sich das Kissen zurecht und wirft es auf sich selbst. Sogar dieses extrem auffällige, boah, ohne Scheiß, ey. Bevor er das Kissen auf sich selbst wirft, dann merkt man einfach, dass Rainer im Kopf immer noch ein Kind ist. Natürlich wurde er von seinen Zuschauern direkt darauf angesprochen. Aber selbstverständlich wird sie sich in keinster Art und Weise zu erkennen geben. Man hat gesehen, dass du es gebissen bist. Ich habe ein braunes Wie willst du das gesehen haben? Weißt du was? Ich bin alleine. Bro, mit Augen. Mit Augen, Bruder, das reicht schon. Ich bin mir sicher, jemand mit einer fast Blindheit, also mit einer Sehstärke von 1%, selbst der hätte noch gesehen, dass du hier Bullshit laberst. Ja, deine Stimme hätte schon gereicht, Bruder. Ne, also da brauchen wir jetzt keinen Videobeweis nochmal, den haben wir. Ich bin alleine, ich sag das die ganze Zeit. Ihr hört mir nicht zu. Nein, sie wird nichts sagen, damit man ihre Stimme nicht erkennt. Sie wird auch nichts mehr werfen. Untersteh dich. Und auch. Untersteh dich, sagt er zu seiner Wand. Ich komm nicht drauf klar. Untersteh dich, Wand. Untersteh dich, Wand. Wenn du, Wand, dich noch einmal bewegst, du Wand, untersteh dich. Hast du mich verstanden? Das mach ich in Wirbel in Amerika. Du dumme Sau, du.
Verdammt nochmal, da kommt der Klaus Kinski raus. Auch sonst nichts. Wenn das Kissen wurde geflogen, ist es schwach. Was haben die Wände damals gemacht? Sie haben eine Peitsche genommen und in die Fräse gehauen. Schwarz gewesen. Das, was ich auf dem Schoß gehabt habe, ist braun gewesen. Dummerweise hat sie jetzt beide. Jetzt wird's aber kurz etwas verrückt. Wir hatten ja am Vortag bzw. in der Nacht den Kissenwurf. Später an diesem Tag hat er dann wieder gestreamt. Was darin jetzt verwirrend ist? Ja, erstmal nichts. Was aber äußerst verwirrend ist, ist, dass Rainer jemanden verabschiedet, dann aber auf wundersame Weise doch wieder jemand da ist, mit dem er sich unterhält. Dieselbe Person wird dann aber wieder verabschiedet, obwohl sie dann doch wieder im Raum ist. Ich bin ganz ehrlich, ich habe komplett den Überblick verloren, aber vielleicht werdet ihr ja schlau draus. Nein, ist niemand bei dir. Da ist niemand. Alles klar, bis nachher. So, Leute. Wer war da gestern dran? Da war gestern niemand. Und heute ist da auch niemand. Es ist so offensichtlich, da ist niemand. Und dann so ein bisschen verliebt drüber gucken. So ein bisschen romantisch, ey, wirklich der Romantiker. Ist halt ein Frauenheld, ne? Was soll man machen? Da gehen die Weiber ein und aus bei dem Kollegen Schnürschuh. Ne, Mia, du schreibst jetzt gerade Hilfe, aber du wärst doch interessiert. Sag mal ehrlich, ne? So eine Session beim Lord, ja? Eine Audienz. Aber da ist niemand. Ja, Mia, wir können dich verkuppeln. Kein Problem. So ein Dreier mit mir und den Drachen, wäre schon ein Träumchen, oder? Ja, nee, da ist niemand. Da ist niemand, Leute. Soll ich jetzt mit euch eine Roomtour machen durch mein Haus, oder was? Oh. Da ist niemand. Es ist niemand hier. Ich habe keinen Besuch. Ich habe... Gleich guckt er wieder rüber. Ich fasse das nicht, Alter. Das ist so geil funktioniert. Und ihr rafft es noch nicht einmal. Da ist niemand. Bis später. Ich sollte mal eine Räucherkerze anmachen, dass es jetzt so auffällt nachher, wenn sie wieder kommt. Also, kommt ja niemand, aber... Du hast deine? Moment. Ich finde das auch so lustig. Er hat sich nicht mal drüber gedacht. Also er spricht ja immer mehr oder weniger in dieselbe Richtung. Also müsst ihr euch vorstellen, ist ja auch eine Wand irgendwo. Also stellen wir uns mal das Szenario vor. Jetzt mal. Wir stellen uns mal das Szenario vor, okay? Er hat wirklich eine Freundin, die da steht. Wie stellt er sich das vor, wie die Freundin da im Bild steht? Die Freundin, die müsste ja, wenn sie so mit ihm redet, die müsste ja immer, wenn er, und er redet ja oft mit ihr, die müsste ja immer so im Raum stehen. Hey, Rainer! Ja, Schatz, ich geh noch mal einkaufen. Also ungefähr so müsste es ja sein, ne? Also der Raum ist ja nicht unendlich groß. Sie steht die ganze Zeit in der Ecke, während er stundenlang das Ding abzieht. Wie eine normale Frau halt. Also so stellt er sich anscheinend eine normale Frau vor. Ungefähr. Oder so. Es ist so dumm. Da ist überhaupt niemand. Dann wurde es etwas ruhig um Rainers Freundin. Bis zum 7.7. gab es keinerlei Erwähnungen oder sonst was. Aber am 7.7. kam sie dann ganz kurz zur Sprache. Wie geht's deiner Freundin? Der geht's gut. Die ist im Moment arbeiten. Die hat auch in 2 Stunden Feierabend. Und jetzt wird's zum Schluss nochmal richtig utopisch. Am 10.7. war Rainers Freundin scheinbar wieder da. So weit, so gut. Rainer hat morgens einen Stream gemacht und sich mehr oder weniger mit ihr über Frühstück unterhalten. Ist ein Kaffee? Ja, Rainer, ich mach einen Kaffee! In der Küche müsste noch einer fahren. Ja, in der Küche müsste noch einer stehen. Ich kann ihn ja holen gehen. Ja, magst du mal mit? Alles klar. Ist deine Freundin da? Wer weiß. In der Küche ist noch erwascht. Sicher, dass du dich
nicht schon genug Wurst hattest, du fette Sau? Die Freundin ist aber gemein. Meine Fresse. Also für eine imaginäre Freundin ist er ganz schön fies. Ja. Toast? Nee, hab ich keins. Da musst du auch schauen. Müsste Brotkasten noch anfahren. Alles klar. Zahnarzt? Was? Jetzt tut er so, als hätte er jemals einen Zahnarzt von innen gesehen. Also ist ja unfassbar. Das ist ja auch wild. Also, dass der das Wort Zahnarzt überhaupt aussprechen kann. Nächste Woche. Warte mal, du weißt, dass ich stream, ne? Er ist auch wild, ne? Jetzt hat er ihr das Handy gereicht. Sie hat jetzt gerade wie Ruffy ihren Arm verlängert von der Ecke aus, um das Handy entgegenzunehmen, müsst ihr euch vorstellen. Da ist keiner. Da ist da keiner. Ich habe nie gesagt, dass da jemand ist. Rainer, was macht Freundin? Keine Ahnung, ist im Schlafzimmer. Oh. Kaffee fertig? Ich komme gleich zum Essen. Ja, schon, aber... Amadeus, Amadeus, oh, 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 Amadeus, 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 Amadeus. Entschuldigung, hab einen Ohrwurm, wenn er im Hintergrund läuft. Das ist ein Banger-Song, ja. Falco generell, underrated. Ja. Ja, ich sitze mir nur dazu, bringe einen Kaffee. Ist alles klar. Acht bis zehn Minuten, okay? Alles klar. In acht bis zehn Minuten schaffst du deinen fetten Arsch noch nicht mal hoch von der Couch. Jetzt sieht Land der Land gewinnst hier. Wirklich? Schatz. Ich mach die Schöne noch davor. Vorhin, dann komm ich wieder. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, was daran so utopisch sein soll. Also erstmal, was ist das für eine Frage? Rainer redet mit sich selbst. Er denkt sich eine komplette Konversation aus. Zweitens, ihr habt recht. Das ist für Rainers Verhältnis... Naja, er ist auch nicht sehr erfolgreich in sich der... im Ausfallen des Gesprächs. Also die Gespräche waren wie, als wenn man mit einem Roboter redet. Also mit ChatGPT hatte ich bessere Gespräche. ChatGPT, so rum, Entschuldigung. Ich bin Opfer. Ist ja eigentlich nichts Neues. Aber was jetzt kommt, ist vor allem in Bezug auf die aktuelle Situation, die nach wie vor ungeklärt ist, extrem schlecht gealtert. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal. Ich komme gleich, Schatz. Geh mal zu der Mama rüber. Ja, ihr habt richtig gehört. Geh mal zu der Mama rüber. Geh mal, jetzt hat er sich auch noch ein Kind ausgedacht. Alright, okay, also ihr müsst euch das vorstellen, die Mutter steht hier und das Kind hier daneben. So ungefähr. So sieht deren Familienleben aus. Rainer hat wirklich, geh mal zu der Mama rüber gesagt. Oh Junge, aber das reicht noch nicht. Den nächsten Clip, den ich euch jetzt zeige, toppt das Ganze nochmal komplett. Hier tut Rainer so, als wäre das Kind, was angeblich in der Schimmelschanze war, zu ihm hingekommen wäre. Und Rainer hat es auch noch angefasst. Dankeschön, wenn Guero. Rainer nur gewusst hätte, wie unpassend das für die heutige Situation ist. Jetzt muss ich hier aber mal kurz ranten. Wie kann es sein, dass ein damals 26-Jähriger sich eine komplette Beziehung inklusive Liebeskummer und Trennung ausdenkt? Ja, man weiß es auch nicht so ganz, wer war. Vielleicht hat er zwischendurch auch mit der Tochter geflirtet. Man weiß es ja bei ihm auch nicht. Na, da ist ja eine Affinität da zu Minderjährigen. Da war ja irgendwas. Ne? Der hat ja Geschichten geschrieben mit Minderjährigen. Na, man weiß ja nicht, mit wem man zu welcher Zeit gesprochen hat. Muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Dankeschön an Einhorn für den Stufe 1-Sub. Schön, dass du da bist. Dann eine weitere Fantasiemulle aus dem Arsch zieht und dann noch allen Ernstes sich ein Kind ausdenkt, was er auch noch anfasst. Ja.
Sorry, da bin ich gerade ein bisschen lauter. Aber for real jetzt, was stimmt mit dem Kerl nicht? Ich meine, das, was jetzt aktuell im Raum steht, ist wirklich schlimm. Aber auch in diesem alten Trick von 2017 sieht man doch, dass Rainer gedanklich zu allem fähig ist. So, jetzt habe ich aber die Schnauze von Rainers Fantasiefreundin voll. Wenigstens hatte er mit Mona eine echte Beziehung mit einer echten Person, die er auch in echt getroffen hat. Mein Gott, Rainer. Um Gottes Willen. Also ich fand das Video sehr unrealistisch, weil so lang könnte der Drachenlord nie am Stück auf dem Rad fahren. Also da, weiß ich nicht, das kommt mir alles wie ein Märchen vor. Aber war ein stabiles Video vom guten Mascado über die peinliche Freundin aus Denken, ja, versteht er? Nö, nö, nö. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Kommentar da und ein Like, ne? Ihr seid ja immer sehr fleißig. Und dann, ja, guckt euch doch, ich habe ja schon ein paar Mal auf Drachenlord reagiert jetzt mittlerweile, guckt euch gerne die anderen Videos dazu an, wenn ihr Bock habt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag tschüss, die Müsli, und ciao, Kakao.